Hi. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together. I wanna be the Bashi. It's Bashi time. So, kurze Erklärung, beim Spielstand sind wir jetzt plötzlich in der WoW-Welt, weil wir Scheiße gebaut haben. Deswegen machen wir zum Boss. Juhu. Noch schön. Zum Glück, wir sind positiv, wir sind noch eingespielt. Ich Boss. Nicht. Ich bin nicht eingespielt. Ich auch nicht, ich bin auch gerade verkackt. Okay, vergiss mir, was mit eingespielt. Oh, es leckt, sehr schön. Mir noch nichts. Scheiße. Katzen töten mich nicht. Jetzt werden sowieso alle denken, dass es sowieso Hunde sind und nicht Katzen. Das liegt ja dran, weil wir Hunde mehr mögen als Katzen und deswegen sind das einfach mal Katzen. Weil Hunde nicht böse sind. Ja. So, Biene überlebt. Den Boss ist noch nie mit normal Boschi gemacht, scheiße. Ich dreimal schon. Nein. Nein, UFO! Oh, fick dich, UFO. Oh. Oh, okay, Bienen geschafft schon mal. Okay, hast du was Ecke geschafft? Nee, die UFOs habe ich nicht, deswegen. Und den Affen, ich stehe bestimmt im Affen. Ja, hab ich doch gesagt. Kannst den Boss sowieso besser sehe ich von daher. Nee, du hast den schon öfter besiegt als ich. Ja, trotzdem. Du kannst die Phase viel besser als ich. Und die vierte viel Phase, besser. Komm. Da verkacke ich immer, wenn ich nicht Glück habe. Es geht hier auch nicht um Glück, es geht um Skill. Hui, hui, so. Oh, Mann. Sehr spannend. Aber ehrlich, ich verstehe Leute, die nach einer halben Minute abschalten. So, warum die zweite Phase die schwerste ist, verstehe ich nicht. Was ist für dich die zweite Phase? Ihnen. Haha. Okay, ich finde die jetzt auch nicht mehr so schwer. Ich finde jetzt die UFOs schwerer. Doch. Wollte ich schon den Arsch bumsen, das finde ich jetzt aber nicht so geil. Nein, UFO. UFO. Ja, ein Papagei hat mich getötet. So. Und wetten jetzt, wo ich es gesagt habe, verkacke ich die Bienen? Nee. Ist also klar. Das muss eigentlich nur einer von uns schaffen. Stimmt. Zur Not schneide ich das Video rein, das ich schon mal hochgeladen habe. Fällt mir nicht auf. Ich habe mehrere Videos mit dem Bossfall aufgenommen. Haben wir freie Auswahl. Oh. Nee, ohne Scheiß, Mann. Ich habe den Boss einmal aufgenommen und hochgeladen, dann kann ich das ja wohl da auch von nutzen. Gerade keine Zeit. Ich habe zweimal aufgenommen. Einmal, wo ich immer gezählt habe und einmal ohne. Oh! Die Biene war knapp, ey. Das war, dass ich den noch gesehen habe rechtzeitig, das war schon ein Wunder irgendwie. Du und rechtzeitig gesehen? Oh! Ich hoffe, man hört nicht, dass bei mir die ganze Zeit Leute und so reinkommen und alles mögliche. Komm bitte, jetzt ist er gleich tot, der UFO-Fixer. Ja, jetzt bin ich auch beim UFO, ich schaff das eh nicht. Ja, genau, ich hab kein Doppelschlag. Ja, wie die schon kommen. Alter, ist das eklig. Fuck. Komm. Bei mir hat gerade keinen Doppeljump gemacht. Ich hätte fast besiegt gehabt. Nee. Was ist so unfair, dass der beim UFOs so oft der Doppeljump versagt? Bei mir nicht. Bei mir kommen die UFOs einfach nur scheiße meistens. Okay, jetzt gerade kamen sie nicht scheiße. Ich hab's trotzdem verkackt. Oh, ja, nur drei Blöcke zum Springen, oder wie denn? Das ist jetzt cool.
Ist alles fair, das ist so schön. Zur Not, wenn es über 30 Minuten werden, schneide ich raus oder so. Ja, okay. Oder ich schneide es zusammen, weil das will keiner sehen. Zerkackt. Scheiße, ich sterbe jetzt bei dem ganzen Zeug, was vor den Bienen kommt, öfter als bei den Bienen. Das ist mit voller Ernst. Okay. Ja, genau, leck. Was ist mit meinem Rechner los gerade, hallo? Wie wird das Sinn machen, weil ich lade kein Video hoch, aber das leckt nicht. Ja, aber ich hab nicht mal Firefox offen. Mach gar nichts gerade. Außer spielen und aufnehmen. Und spielen. Und skypen. Nein! Boah! Boah! Wow! Letzte Phase, komm! Schaffst du, komm! Ich glaub an dich. Schaffst du, komm, schaffst du nicht, ich glaub trotzdem an dich. Wenn du so lieber hast. Nein, ich fick die Biene, ey. Es gibt immer eine Biene, die total unfair fliegt, sonst ist alles geregelt. Ich versaute mal meine ganzen Pläne. Bitte, bitte, die hätten wir schon mal erlebt. Ich schaff es. Aber nicht rumschreien, falls du es geschafft hast, ne? Das will keiner hören. Tod gewonnen! Ich hab gesagt, nicht rumschreien. Ich versuche jetzt noch diesen einen Versuch und dann haben wir es innerhalb von 7. Oh, schön. Ach. Vielleicht hätten wir das hoch dann ungemein. Ja! He's dead! Was, er ist Vater? Ja. Soll ich schon mal ja, ich konnte schon mal speichern. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Bienen geschafft. Vielleicht, das wäre jetzt awesome, wenn ich das noch schaffen würde. Was ich eh nicht glaube. Alter. Ich habe jetzt fast einen Herzinfarkt bekommen, ey. Ich bekomme auch. Geh schon mal in Weltelf. Ich bekomme jedes Mal ein Herzinfarkt. So, okay. Gut, das werden wir offscreen spielen. Hier erstmal bis dahin, wo wir gehangen haben letztes Mal. Weltelf. Ach, cool. Bei mir sind sogar schon die anderen Teleporter offen. Wir könnten rein theoretisch die Weltelf überspringen, aber das machen wir nicht. Leider. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach der Schlange. Okay, Leute, weiter geht's dann auch wieder mit Boschi hier. Wir sind immer noch im selben Part trotzdem. Ich guck mal, ob ich das Secret geholt hatte. Die What the fuck? Ich hatte das Secret schon Ja, nee. Ich muss kurz das gucken. Nee, Quatsch, nicht das. Was war nochmal um die Trophäen? Ich hab's bei 4, oder? F3? 5? Oh, First Training Screen geschafft jetzt. Das wäre doch jetzt mal so. Wieso habe ich so viele Items nicht? Kann es sein, dass es doch ein ganz anderer Spielstand ist, den ich jetzt. Oh, hab. Im zweiten verkackt. Irgendwie habe ich hier so viele Welten nicht. Naja, egal, ihr habt es gesehen im Let's Play, habe ich die Truhe geholt. Das müsste ein paar davor, ja, logisch, war ein paar davor. Da habe ich die Truhe geholt, da ist irgendwie so Sexy Cat oder so heißt die CD, die da drin ist. Ja. So. Geil. So, nee, jedenfalls. Sie heißt eine sexy CD. Ist sie und so, ihr könnt auch sehen, genau wie man sie holt, und ihr könnt euch die erotische E-Ripping Spider da anhören. Hab kein Problem mit. Ja. Problem ist hier echt zu nicht speichern dürfen. Hä? Ich war. Es ist 4 Screens ohne Speichern. Ich werde gerne beschissen, ich finde das geil. So. Ich stehe da drauf. Guck mal, wie du viel schneller laufen kannst. Ach komm. Okay, jetzt nicht. Aber hier bin ich immer so langsam plötzlich hier. Hey! Okay, es geht, aber. Nochmal. Dann wieder tot, geil. Bin ich auch langsam. Ja, genau. Einfach mal so sterben wieder. Oh, die Welt kacke. Hintergrund Welt hässlich, Musik hässlich. Weiß ich, warum die Welt fast nie gespielt habe, den möchte ich mal. Design hässlich, Musik hässlich. Ich nur einmal Average und einmal Fahndung gemacht, hässlich, und dann war es das auch. Passagen hässlich, Screens hässlich.
einfach komplett kacke, die Welt. Die hätte er komplett weg. Guck mal, bei dieser Welt könnte man glatt meinen, er hätte sie nachträglich eingefügt, weil in den Welten... Oh, es hat ihn geschafft. Weil bei den Welten, die er nachträglich eingefügt hat, die sind ja immer, hässlich. Oh, es hat ihn geschafft. Bei der hier könnte man echt meinen, er hätte sie nachträglich reingemacht. Ja, Lagging Game. Nein! Oh! Gut, endlich habe ich mal den ersten geschafft. Nein, ich hätte fast den vierten, dritten Spring geschafft. Mann. Juhu, macht er keinen Doppelspring. Ich bin nur ganz geil. Knapp verkackt. Ich, oh. Ja, genau. Ja, mach jetzt Doppelspring. Part war ich schon einmal da. Also, wenn jemand einen von uns schafft, geht es auch vollkommen verkackt. Kann dadurch. Ja. Da war ich ja schon zweimal sogar und hab zweimal verkackt. Ja. Da verkack ich meistens. Das ist dumm. Dumme. Da verkack ich meistens nicht, ich verkackt dumm, aber verkackt das immer. Nee, ich warte, das ist nicht leck. Das ist nicht so doll, das ist sonst ein so großes Riesen. Scheiße. Ja, ich hab nicht getroffen. Ich war fast im vierten gewesen, wie der. Ich hätte eigentlich vor, mit dem Part zumindest bis zum Final Pass zu kommen. Ach nee. Ja toll, aber der hat nur 7 Minuten in Anspruch genommen. Dann haben wir entschieden, meinen Boss hat gemacht, klar. Ich war jetzt so schnell geschafft, da. Ey, ich glaube ohne Scheiß, offscreen wäre das sinnvoller. Weil, also, wenn es jetzt weiter so lang würde und wir echt nichts erreichen, dann machen wir das irgendwann offscreen. Das hat halt keinen Wert. Ich kann schon mal allein hier gar nichts machen. Wenn man sich die Aufnahme anguckt, dann sieht man echt, wie hier die ganze Zeit... Mhm. Bei den Pfeilen sieht man es vor allen Dingen. Die werden manchmal richtig langsam, bewegen sich kaum noch. Dann wieder schneller, dann wieder langsam. So kann kein Mensch spielen. Den Anwalt, ohne Scheiß. Wow. Ja. Bei dir, du hast dich einfach so geportet. Ich dachte mir, what the fuck. Okay, daran liegt's nicht. Das nervt mich. Über dem Welt sieht man auch so wenig. So blöde Schleier immer. Der nervt voll rum. Ja, dann kann ich den mal rausnehmen. Dann kann man wenigstens Spaß haben mit der Scheiße. Das ist ein Mess wegen dem Lex. Ja. Das verursacht ja, direkt genau. Ja, Leute, ihr seht, wie doll das leckt. Ich mache jetzt noch 5 Versuche. Wenn ich jetzt noch 5-mal gestorben bin, ja, dann wird die Welt ist nur Augenkrebs regen. Das war's schon. Ich nehme mal Rapidos auch dafür. Aber das macht keinen Sinn. Null. Gar nichts. Nada. Ja. Ja, genau. Ah, ich hab schon was mit Lex gerade. Ja. Genau, Black im Sprung. Ja, mach halt keinen Doppelsprung da. Wenn du im Feld unten Lex mir immer. Ja, kein Doppelsprung. Geil. Hallo, bist du zu dumm zum Scheißen oder was? Ey, selbst meine Oma kann Doppelsprünge machen. Ach genau. Du weißt gar nicht, wie meine Oma aussieht. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Oh, noch 3. Hier noch 4. Jetzt stell mich gerade so vor, wie deine Oma so rumspringt in der Wohnung. Der hat graue Haare. Ist halt irgendeine Frau mit weißen Haaren. Ja, das. Kannst du aufhören zu laggen, bitte? Oh, danke. Hat zwar trotzdem geleckt, aber ich hab's geschafft. Na komm. Ja, okay. Damit wir es nicht offscreen machen müssen. Nee. Du schaffst es! Du schaffst es! Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Du, komm, schaff es! Ja, hab ich nicht geschafft. Noch 2 Versuche gebe ich mir. Ja. Du schaffst du nicht. 2 Versuche und dann ist vorbei. Dann wird es offscreen gemacht. Ich meine, wir müssen es trotzdem machen. Ich kann es nicht, wenn ich es selbst ohne so sage.
bringt ja nur den Zuschauern was und mir, dass ich in dem Sinne, dass ich weniger hochladen muss. Und ja, einen Versuch mache ich noch, wenn ich das jetzt hier bei diesem legendären letzten Versuch schaffen sollte, dann geil, wenn nicht, dann nicht geil. Ja, mach einen Doppelsprung. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem Safe Jump. Also ich kann euch ja mal erklären, nach dem dritten Screen, in dem ich geschaut bin, den im letzten Part schon gesehen habt, da muss man nur wo runterspringen und dann kommt man zu dieser Stelle, bei der wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich. Dann werde ich aber jetzt mal die Aufnahme stoppen und dann... Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben das jetzt gemacht. Ich hab's geschafft. Yay. Gut, und dann geht's jetzt weiter mit dem... Okay, so geht's schon mal nicht. Ah, ich weiß schon wieder. So. Und hier dürfen wir jetzt speichern, aber in dem ersten Save von dem Turm nicht. Also hier dürfen wir nicht speichern und jetzt... Warte, dann speichere ich hier nochmal. Nein, das wäre was für... Okay. Okay, Turm. Das nervt halt immer, dass wir in den Turm jedes Mal neu reingehen müssen, aber es wird, denke ich mal, kein Problem darstellen. Ja. Turm ist crazy. besser am Anfang des Turms nicht saven und dafür dann den zweiten Save nutzen. Sonst müssen wir den zweiten Save. Ja, da gibt's auch noch einen zweiten Save, den dürfen wir benutzen. Sonst müssen wir den ganzen Turm instant machen, wenn wir am Anfang. Ah. Alter, gelitten. Aber der Anfang ist einer der schwierigsten. Der Anfang ist wirklich so schwer. Nein! Alter, blöd ist es nur, dass es bei mir laggt jetzt wieder mit Aufnahme. Bei mir auch, gerade komischerweise. Ja, also irgendwie... Hä, warum bin ich denn da jetzt gestorben noch? Ich hatte gar nicht. Wenn das bei dir auch laggt, dann ist es mal wieder ein Problem beim Server. Ich glaube, das war in der ganzen Welt irgendwie ebenso. Fick dich, ey. Egal, es geht schon irgendwie. Der Part ist nicht eher vorbei, bevor wir den Turm geschafft haben. Nein! Hey, warum gibt's denn so viele Safe Points eigentlich? Ja, das ist ein bisschen doof. Ach komm, warum sterbe ich da oben bei den zwei Stacheln da? Oder durchspringen muss doch einfach. Das ist doch das Schwerste von dem ersten Teil. Nö! Ich bin die Qual noch nie verkackt. Ich verkacke jetzt andauernd da. Ich verkacke da immer. Außer ich sterbe bei dem normalen Laufen hier am Anfang. Oh Gott, ich hab's geschafft. Bitte? Oh yeah. Bitches Killer 9000. So, okay, das dürfte jetzt kein allzu großes Problem darstellen. Und diese Bugs, die ihr da seht, diese Grafik-Bugs, die sind nur im Multiplayer. Die sind. Ja, warum? Weil genau. Solgrim sich dachte, das ist doch ein geiler Special-Effekt, wenn man zusammenspielt. So hat er sich das gedacht. Ach nee, komm, mach keinen Doppelsprung, ist genau. Richtig. Okay, das ist einfach bis hier. Nur und dann macht er keinen Doppelsprung, genau. Genau das. Ah, der Spinner. So. Ah, sag ich, du kleine Spinner, du. Hä? Spinner, du. Nein, und dann. Ey, wohnt für mich ganz toll. Warte mal. Am Anfang von dem Final Pass dürfen wir saven, gell? Das ist ja wie eine neue Welt quasi. Stimmt. Obwohl es zählt. Doch, es zählt schon als eine neue Welt. Der will einfach nicht safe, ne? Was wär's doch? Wäre ein bisschen asozial, sag ich mal. Oh Mann, wie geil. War grad. Safe müssen jetzt den Doppelsprung manchmal nicht macht hier im Turm. Das ist mal wieder so ein Bug. Aber es gab ja auch mal den Bug, dass er bei Ching Sun im Bossfight irgendwie keine Doppelsprünge macht. Ah, ja, genau. Bahnsprung verkackt. Oh, mein Finger schläft. Oh, mein kleiner Finger schläft ein. Ich brauch den kleinen Finger zwar nicht zum Zocken, aber das nervt. Alter, das nervt. Was? Sieht als würde mir ein ganzer Klotz am Finger hängen irgendwie. Oh, ohne Mist jetzt. Das ist schlimm sowas. Oh nein, wir irritieren uns voll. Ja, deswegen hast du dich freiwillig stellen lassen. Du hast dich für die Mad geopfert. Das ist süß von dir. Der macht keinen Doppelsprung. Wie geil. Scheiße. Dich immer. Ich meine, wie geil das ist. Ach ja, ich renne genau an Stadt. Wie geil, dass ich hier beschissen werde. Oh, jetzt bin ich runtergefallen.
Ich hasse einen Turm. Geht eigentlich. Jetzt macht der wow, plötzlich Doppelsprung, geil. Nein, ich hätte weiter noch. Ah, ey. Fast den schwersten Teil geschafft, weil es am Ende ist eigentlich einfach mit den. Ab den Bullet Bills ist es eigentlich geschenkt, der Rest. Nö, ich finde ab da finde ich es schwer. Was? Dann schaffst du mal hin, bitte. Oh, ich musste nur einen Kristall nutzen, was jetzt so. Ja. Nein, ich er macht kein Doppel. Alter, das ist beschiss. Fehlprogrammierung nennt man sowas solcher. Ja, bei mir. Fehlprogramming. Ja, dann bei den dummsten Stellen, wo man genau einen Doppelsprung braucht, immer, dann macht er nie. Vor dem ersten Wandsprung hier, da macht er den sehr oft nicht. Der hat den bei mir erst zweimal gemacht. Und ich war schon 4-5 Mal da. Ja, okay, jetzt hat er noch drittes Mal gemacht, aber trotzdem. Weil da am Ende, du weißt ja, dass du kurz vor dem Bulletbild, wo es so knapp ist mit der Pflanze da einmal, ne? Da hat er einfach mal den Doppelsprung weggelassen und hat sich gedacht, ja komm, mit Einzelnen, so, ja, versuch's mal mit einem Einzelnen Sprung. Ja. Das geht nämlich gar nicht, hat er sich gedacht. Guck mal, jetzt guckst du aber blöd, ne? Das geht nicht. Dann guckst du mal, wenn ich dich verarscht, hast du ganz schön gelitten, ne? Ich bin hier der Herrscher über das Spiel, denkt er sich. Oh, ich bin schon zu lange gespielt. Ey, wir müssten mal sagen, okay, Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, Solgrim, der Erfinder des Spiels, schafft sein eigenes Spiel nicht. Also, er schafft der Wannabe zum Beispiel nicht und hat es selber erstellt. Es ist kein Scherz. Es ist. Nee, das ist kein Scherz. Ich könnte euch den Chatverlauf schicken, in dem es drin steht. Er hat es uns selber geschrieben. Ohne Scheiß, Mann, wie kann man. Ach, egal. Das regt mich dann nur umso mehr wieder auf. Kann man sein eigenes Spiel bitte nicht schaffen? Das ist schon irgendwie traurig. Naja. Kann man nichts machen. Oh, knapp. Oh ja, mach halt keinen Doppelsprung. Ist echt überbewertet. Ist ein Doppelsprung überhaupt? Ich kenne das gar nicht. Also, es geht aber, glaube ich, schon wieder über 20 Minuten auf jeden Fall. Scheiße. Muss ich auf jeden Fall gleich beenden, aber ich wollte den Tower noch machen in dem Part. Deswegen ist es jetzt dumm. Nein, mach beim Bahnsprung erstmal kein Doppel schon wieder. Average gibt so viel mehr Safe Points, wenn man im harten alle weggelassen. Ja, eben. Vor allem, das ist fast nur so spielen, wie es im Hard-On ist, irgendwie gerade. Weil irgendwie, bei uns ist gar nicht viel mehr weggelassen, nur der Anfang da, da war es diese eine Safe Box, die wir da weggelassen haben. Ja, eigentlich schon. Wir können Doppelsprung versagen. Ja, genau. Alter, ich kriege gleich schon wieder ein zu viel. So. Na, genau. Skill. Alter. Alter. So. So. So, ganz einfach eigentlich. Oh, ich hasse. Jetzt wird's doof. Jetzt kommt die. Doppelsprung musst du nicht machen. Es ist dir frei überlassen. Deutschland ist ein freies Land, da kannst. Und Österreich. Ja, es macht selber einen Gestank. Kannst du selber entscheiden, ob du Doppelsprung machst oder nicht. Das, du wirst dir von niemandem gezwungen. Ich zwinge dich nicht, aber dann bist du gefeuert. Gefeuert, was dir das Wort ist. Ja, ich. Der macht keinen Doppelsprung, Leute. Ich kann nichts machen. Der Turm wäre. Ich könnte euch fast versichern, er wäre schon von einem von uns geschafft worden, wenn ihr keine. Scheiß Bugs wären. Die Grafikbugs nerven ja schon allein, dass man es hier schafft. Hinein. Ein. Das soll ein extra dazu gebaut. Im Multiplayer soll man das Spiel nicht haben. Deswegen muss ich die Grafikbugs reinbauen. Ja, Mann, dieser Grafikbug hat mich gerade behindert. Ja, hier behindert er wirklich. Hier ist es reine Glückssache, ob man es drauf schafft. Und ich bin drauf gekommen, aber dann war der Grafikbug weg und dann war ich schon zu spät dran und spinnern wir uns. Ja, wir behindern uns. Genau. Ich muss meinen Kopf wieder mal. Gotta get you, doctor. What the fuck war das knapp? Wo ich denn Oh Mann, es ist beschiss mit dem Grafikbug, ey. Ohne Scheiß. Schon. Ich möchte jetzt auch nicht schon wieder einen 30-Minuten-Part haben am Ende. Ey, das kotzt mich an, immer so lange Part. Weil die ganz langen Parts, die lade ich eigentlich immer in 360p hoch und nicht in 480.
weil das uns viel zu ewig dauern würde und ich da auf einfach keinen Bock. Ja. Aber. Aber was gab mich denn jetzt voll da? Ich würde auch hier schon wieder angeschrieben. Lass mich gerade, das ist in unserer Konto. Was ich vor allem komisch finde. Was ich vor allem komisch finde, möchte jemand joinen. Nee, was ich in Wirklichkeit komisch finde. Da schreibt den ganzen Tag über die ganze Zeit niemand was. Und wenn wir mal aufnehmen, dann plötzlich. Da sind sie wirklich plötzlich alle gesprächig. Ich verstehe das irgendwie nicht. Die wissen das ja immer. Denken sich, ah, die beiden nehmen auf, jetzt müssen wir die schön kaputt machen und ihr Leben zerstören und so. Dann erwähnen sie uns vielleicht noch in ihrem Paar. Ja, mach einen Doppeljump wieder. So. Zack, 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 zack. Man hat auch schon so einen unnötigen Kommentar von. Wir werden geschrieben. Spaß, geschrieben. Müssen für ein frohes neues Jahr. Haha, da wir auch voll Silvester. Moment, wenn ich, diesen Part lade ich nach Silvester hoch. Oh. Ja, aber morgen lade ich noch einen Boschi-Part hoch und das ist dann der, in dem wir gegen Missing gekämpft haben. Das heißt, der kommt am 2. oder am 3. Januar, dieser Part hier. Doch, frohes neues Jahr. Ein paar sind sogar. Ey! Ich geb euch gleich. Mit seinen scheiß behinderten, verfehlten Doppeljump. Oh, mit Joystick ist es einfacher, glaube ich. Was? Mit Joystick ist es einfacher. Ja, aber Doppelsprung funktioniert nicht. Das kann ich mit Joystick leider nicht machen, du. Ja. Ich mach doppelter mit Joystick. Ja. Obwohl, es geht sogar. Ja, toll. Ja, man kann ja auch die Tasten auf dem rechten Joystick legen. Aber hallo, wie willst du denn so spielen? Also, da musst du schon Obernerd sein, um so zu spielen. Warte mal. Ich spiel da zwei Hebeln nur noch rum. Nicht falsch verstehen. Ich mach's mal, warte, ich guck, ich mach grad. Okay, klappt nicht. Ich hatte immer schon auf die Plattform. Bei mir schon so, guck ich mal, wie weit ich komme mit dem Ding. Oh, jetzt erstmal hier beim Wandsprung. Okay, jetzt versuch ich mal. Oh Gott. Ah, okay, bis zu der Plattform. Ich versuch's nochmal. Oh je. Gott. Das ist so geil. Also, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, beim rechten Joystick-Teil muss ich beim rechten. Wow! Skill. Alter, so scheiße ist das. Wenn ich das jetzt. Nee, okay, tot. Jetzt spiel ich wieder normal. Beim rechten Joystick-Teil muss man dann einfach da in die Richtung, wo die Tasten sind, die man will, in die Richtung drücken. Zum Beispiel springen ist bei mir auf der oberen von den vier Tasten. Dann muss ich den dann nach oben bewegen. Ich kann auch schießen auf den Joystick belegen. Ja, das ist noch ein bisschen schwieriger als ein Buttons mehr. Mach so den Boss ist so. Du musst die ganze Zeit nur im Kreis drehen, das Ding. Na, wobei, dann springst du auch, verdammt. Ja, Doppelsprung. Ey, ich will fast sagen, ich schneide das schon wieder fast zusammen. Ich habe keinen Bock, hier 50 Stunden hochzuladen. Ey, warum macht er keinen Doppelsprung bei mir gerade? Nonstop. Vor allem, er hat bei mir immer so feste Stellen, bei denen er keinen Doppeljump machen will. Mir random Stellen. Irgendwo ja, okay, passt. Da ging es jetzt auch bei mir nicht. Okay, ich nehme das zurück mit festen Stellen, Säuren. Du hast mich erwischt. Schlingel, du. Geile Sau. Ey, das ist mir. Das hat angesehen, als hättest du mir den Kristall weggenommen. Du warst tatsächlich nicht da. Ja, kein Doppelsprung! Ich krieg ihn gleich. Alter. Das ist echt unbeschreiblich fair. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie fair das. Ja, wie fair das ist, wenn man es schaffen würde, aber der den Doppelsprung nicht zulässt. Ja, schon wieder nicht. Schön. Ist ja nicht so, als müsste man hier bei jedem Sprung im Turm den Doppelsprung benutzen. Oder? Ja. Ich glaube wirklich, bei jedem Sprung braucht man Doppelsprung. Es gibt keinen einzigen Sprung, der normal ist. Ja, komm. Yeah. It's me. Okay, ich lasse es hier. Alter, Mann, er möchte mich einfach nur aufs Korn nehmen, ey, ganz ehrlich. Doch mit einem Sprung brauchst du keinen Doppeljump. Das scheiß Spiel, ganz ehrlich. Ja, jetzt ist der Ball vorbei. Jetzt ist der Ball echt vorbei. Wochen ist fast geil zu machen. Ja, wir sind fast fertig. Und sogar Cheat-Man. Der Final Pass ist ja sowieso gar nichts eigentlich, sag ich mal.
Ja. Wir müssen nur die WoW-Welt schnell machen. Nö, die mache ich dort nicht lange. Das ist verkackt, das ist trotzdem 100% Run, weil ist so. Die WoW-Welt. Und solange sich keiner beschwert, so, da steht 100%, aber du hast ja gar nicht alles gemacht und so. Ja, man, der Pflanzen macht ja keinen Doppelschlag mehr, ja. Dreimal hintereinander jetzt. Bei dem vor dem Wandsprung. Wenn die Pflanze rauskommt, dann macht er keinen Doppelsprung. Also nach diesen zwei Kristallen, da denkt er sich, nö, kein Bock. Tut mir leid. Boah, ich hasse den Turm. So hat Zeug ihn so zugebaut. Wow, jetzt ging der Doppelsprung aus, los. Ja, toll. Bringt mal nichts, wenn der Grafikbock mir die Sicht behindert, also. Doof irgendwie. Ach komm. Ist doch blöd. Das wird alles hochgeladen, das wird alles angeschaut. Ist mir jetzt egal, ob das 5 Stunden dauert. Das wird angeguckt und dann dürft ihr erst rausgehen, Fußball spielen. Ihr müsst euch das erst angucken und einen Teller aufessen. Genau, nein, zuerst an. Zuerst den 10-stündigen Part vom Crazy Zocker gucken, aber nein, doch. Ich fehlen nur rum. Egal, ihr müsst euch den. Ich glaube, ich werde in die Videobeschreibung schreiben, zu welcher Stelle man skippen muss, damit der Turm geschafft ist. Wobei, wenn der Turm geschafft ist, ist das Video vorbei, würde ich fast sagen, ja, doch. Ja, toll, da will er nicht springen immer. Das ist immer so eine Phase, die er hat. Komm, ist doch depressive Phase. Einfach am Ende des Videos hinklicken, fertig. So fertig, hab geguckt. Lade so 2 Gigabyte hoch. Ich werde mal gucken. Ich werde jetzt mal einen Test machen, ob jemand alles guckt. Ich frage jetzt einfach mal was. Das sollen bitte alle, die diese Stelle hier vom Video sehen, beantworten. McDonald's oder Burger King? Was findet ihr besser? Ich schlage euch nicht, egal welche Antwort. Was findet ihr besser, McDonald's oder Burger King? Ja. So, bin ich mal gespannt, wie viele Leute da drauf was drauf antworten. Jo. Wer das antwortet, der Daumen hoch. Eben. Weil, wenn man sich dieses Video komplett anguckt, also ich weiß ja auch nicht, was da noch schief gelaufen ist. Und dann muss man schon irgendwie, keine Ahnung. Am Level mit Leute, so wenn ihr so sinnlose Videos guckt. Also wenn die von uns sind, dann ist es in Ordnung. Aber keine Außenseiter-Videos gucken, die sind sinnlos und sind nicht gut. Na was, ich bin zwischen den beiden Kristallen gesprungen, Alter, hab ich nie geschafft. Ja, das ist mir schon zweimal passiert. Ich schaff den ersten Wandsprung manchmal, aber dann ist schon wieder vorbei. Also das ist das weiteste, wo ich momentan komme irgendwie. Ja, willst du nicht? Cool, ich habe schon wieder gleich 20 Minuten auf der Aufnahme. 20 Minuten am Turm. Geil. Also Turm nervt einfach nur. Jetzt einfach 2 Saves. Vor allem ist das immer very hard on, das ist normal hard on. Ja. Das ist ja das, was mich so aufregt eigentlich, weil... Wie die dort ins Werk gesprungen? Was? Wieso kommt die Pflanze jetzt plötzlich? Alter, hätte ich noch eine Sekunde länger in der Mitte gestanden, dann wäre die Pflanze zwar in der Mitte gekommen, aber dann hätte ich gar nicht mal vor dem Spike wegspringen können. Ja, Stoß den Kopf. Da kommt man mal so weit und dann verarscht dann die Pflanze. Plötzlich. Ja, toll, und dann funktioniert das wieder alles nicht hier. Boah, es war knapp. Nein! Boah. Wie gesagt, man merkt, dass der Turm im Nachhinein in das Spiel gefügt wurde. Jo. Bis jetzt alles gut merkt so und dann. Man merkt, dass er irgendwas reinbauen wollte, aber einfach keinen Plan hat, was. Und, ja. Er hat es einfach nicht mehr drauf. Er sollte nichts mehr reinbauen. Er sollte das Spiel jetzt einfach so lassen, wie es ist und fertig. Er verhaut es immer mehr. Ja. Spiel nimmt immer mehr an Wert ab. Kannst du einen neuen Charakter aus X bringen? Ja. Und dass der Doppelsprung dann hier nicht funktioniert, das soll er bitte fixen, weil das ist ja echt das Letzte. Aber das ist ja das Problem, er fixt ja nichts, wenn man ihn überschreibt, es ist ihm scheißegal, es geht ihm am Anfang am Arsch vorbei. Nö, er hat den Safe-Bug behoben im Multiplayer. Aber das war ja auch ein fataler Fehler, über den sich alle aufgeregt haben. Wenn wir uns jetzt hier drüber aufregen würden, dass hier der Doppelsprung nicht funktioniert, dann, Suck my balls, guys. Oh, ja. Ja. Warum der sich jetzt nicht an der Wand festgehalten hat, weiß ich auch wieder nicht. Also, frag dich. Doch, bei mir doch nicht an der Wand festgehalten. Oh je. Ist das schön hier.
Ja, mach einen Doppeljump, richtig. Aber im Average wäre das so kacke, ficke, dreist einfach, dieser Turm. Ja, gibt's ja mit zwei mehr Save Points, einmal bei den Wandsprüngen, einmal nach den Wandsprüngen. Und das verstehe ich wieder nicht, warum es im Average gleich zwei Save Points mehr gibt und nicht nur einen. Ja, Doppelsprung funktioniert nicht, geil, ich war schon wieder kurz für den Bullet-Bild. Wahrscheinlich weiß Zeugel nicht, was er beim Hard und alle Save Points weggenommen hat. Er wollte nur einen weggeben, hat auf den zwei weggenommen, das checkt er nicht. Was begreift er auch einfach nicht. Vor allem, er weiß ja nicht, ob es zu schwer ist oder so. Ich meine, er kann sein eigenes Spiel nicht, hat er gemeint. Aber dieser Turm der verkackt doch die ganze Atmosphäre. Ja, die ganze Endatmosphäre. Der Pass ist dann cool. Das ist epische Musik. Und das ist einfach nur das epische Ende. Das ist einfach einfach. Nochmal was Einfaches zum Schluss. Und das sieht cool aus. Das ist. Und das ist nicht mal lang, das ist einfach nur kurz und knackig. Das hier ist einfach nur lang und behindert und scheiße und das möchte jeder kaputt machen. Ja, einfach irgendwelche Blöcke mit Stacheln hingesetzt drauf. Fertig. Random hat dann einfach gehofft, dass es funktioniert. Leider funktioniert es aber so. Genau, der hat immer hier Stachel. Könnte klappen. Könnte klappen. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich das hier mit dem Grafikbug, das hat er auch schon tausendmal gesagt bekommen im Multiplayer hier, aber das ist ihm auch scheißegal. Wette ich drauf. Er zockt gerade so WoW, hat keinen Bock drauf. Boah, don't write me an, schreib mich nicht an, ich spiel gerade WoW hier. Also, hat er die eh schon aufgeschrieben oder so? Einmal hat er mir geschrieben, als ich ihn angeschrieben habe, I have no time for you, I am playing WoW right now. Ja, wir behindern uns jetzt wieder gar nicht gleich. Boah, der Part wird wahrscheinlich schon in 360p wahrscheinlich schon wieder 400 MB groß oder so. Und da muss ich dann wahrscheinlich wieder 3 Stunden für hochladen. Ja, und Doppelsprung nicht. Ist ey, wenn der Doppelsprung immer funktionieren würde, wir hätten es längst geschafft. 100%. Jo. Aber, ja, hallo? Das laggt einfach nur übel. Wie groß will der Zeug und die Stacheln noch machen, bitte? Erklären, 10 Meter Stacheln machen. Vor allen Dingen. Ich denke schon so oft, dass er es nie irgendwie mal entfernt hat, dass es dieses Metall eintötet, wenn man das berührt, weil das ist weder spitz noch irgendwie böse oder so, das ist einfach nur mit. Da wird schon nicht gefällt. Oder wenn man Stachel der Seite berührt, hallo, warum. Wieso? Wenn man richtig rausspringt so von oben, dann verstehe ich ja, dass man total zerfetzt und so, aber wenn man es ein bisschen von der Seite berührt, das macht keinen Sinn. Ja. Macht einfach keinen Sinn. Ja, und dann wieder geil ist wenigstens logisch, da sind die ganzen Spikes spitz oder so. Ja, und er macht. Nee. Also, ich schneide gleich wirklich raus, er macht keinen Doppelsprung mehr. Ja, besser, sonst geht er halt echt so. Bei den Sachen, wo manchmal kein Doppelsprung ist, das ist immer 50%, ob er macht oder nicht. Und wenn, und dann muss ich ungefähr 6-mal hintereinander auf 50% hoffen und das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir zu unwahrscheinlich, dass ich es schaffen kann. Ja. Doch, jetzt kacke, aber nur. Ich würde es hier schon wieder, wir müssen es dann ja letztendlich trotzdem offscreen machen. Ich meine, der Part geht jetzt schon fast 40 Minuten. Oh, ey, bei mir ist. Ich sehe schon, meine Augen sind schon ganz kaputt, ey, wieder. Ja. Ich hätte zum Beispiel irgendwo auf die Wand gucke, die bewegt sich irgendwie. Geil, ich auch gleich, da stehe ich drauf. Ja, genau, komm, mach nochmal einen Doppelsprung. Genau, du bist hässlich. Genau. Beim Average ist es so einfach, da ringt der Turm nicht. Ja, genau. Ich möchte wieder irgendjemand joinen, der ist gleich so behindert, dass er sich denkt, er muss gleich 50 mal drücken. Anstatt einmal, als würde es einmal nicht auch reichen. Ja, Lina, such's mal. Nimm mich an, nimm mich an! Ich bin dein größter Fan, ich kenne dich nicht, aber nimm mich an und deine Mutter ist hässlich. Ja, genau, leck. Genau so denkt Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gebe mir wieder nur 5 Versuche noch und wenn ich es dann nicht geschafft habe und Rappi es auch noch nicht geschafft hat in der Zeit, dann würde ich sagen, ja, erster Versuch. Machen wir das offscreen und beginnen den nächsten Part und sehen uns dann auch wieder, sobald ihr dann einschaltet. Beim Dings hier, beim Final Path. Und dann geht's richtig rund, weil dann sind wir kurz vorm letzten Boss und sind glücklich. Ach,
die Items, werden, die uns jetzt noch fehlen, die werden wir nicht jetzt noch nachträglich holen, so wie die Cookie-CD in Welt 7 in der Metal Gear Solid Höhle. Das hat nämlich folgenden Grund: Wir haben euch die ganzen Truhen, erstens haben wir keinen Bock, zweitens haben wir euch die ganzen Truhen gezeigt und meistens auch direkt gesagt, was da drin ist, denn. Und dann, ja. Bitte. Wow, ich will meinen Warnsprung. Ja, ich will meinen Bullet Bills, bitte. Wow. Nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken. Okay, Okay, ganz ruhig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich biss mich ein, oh mein Gott. Wow, wow, ist der die Wand runter? Ja. Oh. Yes. Ist das geil. Okay, Leute, wir sehen uns. Kaum war ich mit den letzten 5 Versuchen. Erotisch Abgang. Moment, komm. Nee, wir sehen uns jetzt wirklich. Jetzt beende ich den Part wirklich nicht. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Zum großen Finale von Let's Play Together. I Wanna Be the Bashi. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ciao. Ciao.